besser, wenn du die Schule wechselst. Das ist einfach, wie man im Netz miteinander quatscht. Ich check es nicht. Ich check es nicht. Na, jedenfalls gibt es jetzt diesen Film und alle können sehen, wie ich halbnackt aussehe. Sag mal, was ich check ist, dass du süchtig bist auf diesem scheiß Ding. Kaum habe ich mal ein paar schöne Fotos von mir, da fängst du direkt an rumzuheulen. Verstehe ich nicht. Ich bin immerhin noch deine Mutter. Ich fand das absolut authentisch. Ich habe mich ganz besonders in dieser allerersten Szene mit diesem Sohn, der da also stundenlang in seinem Zimmer verschwindet, und auch die Reaktion der Mutter so eins zu eins wiedergefunden, dass ich es schon fast erschreckend fand. Was ich heute Abend auch wieder gesehen habe, ist, dass Eltern sich sehr gerne untereinander austauschen, aber sich natürlich nicht immer so vertrauen, um also über die Erziehung zu reden, weil es ist, glaube ich, so ein Tabu. Jeder ist ein guter Vater oder eine gute Mutter. Also man sagt nicht so gern, so schnell, oh, ich weiß nicht sicher, ob ich das gut mache oder nicht. Alle sind gut und jetzt kreieren wir so eine Vertrauensbasis, dass man auch mal Unsicherheiten zeigen kann und mal von anderen auch mal mitbekommen kann, aber wie machen die das dann eigentlich und wie machen die das? Wer von euch glaubt denn, dass Basti um 7 auch wirklich nach unten kommt? Nur mal so als kleine Zwischenfrage. Also ich finde es eine ganz gelungene Geschichte, denn ich merke selber, wie es für Schule und auch für uns als Polizei schwer ist, gerade Eltern, die Zielgruppe Eltern überhaupt zu erreichen. Gut, die Kinder können wir erreichen, weil da wissen wir, die finden wir in der Schule, die können uns da nicht weglaufen. Ja, also da können wir sie zwangsläufig mit dem Thema konfrontieren. Bei den Eltern ist es natürlich viel, viel schwieriger. Diese Fotos von dir. Mhm. Du siehst aus wie 18 auf den Bildern. Mhm. Sich sofort, fand ich, also in den Mutterrollen überall wieder gefunden, und es gab jetzt verschiedene Sachen, wo man sofort sagte, ja, genau so mache ich es auch, ja, ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber so läuft es eigentlich zu Hause auch. Du bist doch noch ein Mädchen. Du bist doch keine Frau, die sich verkauft.